Leute, was war das für ein geiler Auftakt. Das Spiel ist ja mal der Hammer. Also wirklich, ich bin sehr gespannt, wie es jetzt hier weitergeht bei Sonic Frontiers. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Wirklich, was sind das für komische Viecher? Was hat Eggman jetzt schon wieder kaputt gemacht? Und auch die Grafik ist einfach mega cool. Du hast eine riesengroße Welt, die du erkunden kannst. Es ist einfach der Wahnsinn. Und diese ganzen Viecher sind auch echt stark. Du musst echt aufpassen, dass du nicht einfach irgendwie stirbst oder so. Und überall gibt es irgendwelche Geheimnisse, die du erkunden kannst. Das ist der Wahnsinn. Wirklich. Was du hier alles findest. Es ist wirklich... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist wunderbar. Also ich kann euch jetzt schon empfehlen... Holt euch echt das Game. Es lohnt sich. Da hinten ist noch mehr. Guck mal, da hinten ist noch mehr. Was ist da alles? Warum ist da so viel? Was ist da denn jetzt schon wieder? Was ist da denn jetzt alles? Guck mal, jetzt hier zum Beispiel kann ich langlaufen. Da war noch was gewesen. Oh, die gehen noch... Die sind doch safe am Leben gleich, oder? Sonic ist komplett allein. Der ist... Nirgendwo sind leider seine Freunde. Was ist das denn? Drehe die Statue und öffne das Tor. Das antike Tor scheint blockiert zu sein. Drehe die Statue vor dem Tor und fortzufahren. Okay. So, aber wie muss ich das jetzt drehen? Das ist jetzt die Frage. Ach, die muss ich einfach nur drehen. Aber bestimmt, dass die anderen nach vorne gucken, oder? Ja. Also es gibt auch Rätsel, die man lösen kann. Und, ach, ist das cool. Das ist jetzt, ich glaube, das ist jetzt schon so ein Game, was mir sehr gefallen wird. Ich bin ja sowieso sehr leicht zu begeistern, was Games angeht. Viele Games finde ich mega cool. Das hier ist wirklich Hammer. Oh, hier ist auch noch was. Hier sind so viele Sachen versteckt. Warum? Und warum kann ich überall langlaufen? Das kenne ich nicht. Ich kenne es nicht bei Sonic. Ich bin immer noch so buff gerade. Einfach nur buff. Es ist wirklich hammercool. Jetzt will ich mal ganz kurz mal gucken, wo kann ich denn den Fähigkeiten... Warte mal, nee. Kann ich den hier einstellen? Nee. Da muss ich mal gucken, wo man irgendwie später die Fähigkeitenpunkte aktivieren kann. Ich hoffe, das wird doch irgendwann... Ich habe entweder haben sie es jetzt schon gesagt oder ich habe es wieder vergessen, keine Ahnung. Aber... Nein! Bleib da! Sonic! So viel zu gucken, so viel zu sehen! Wow! Fähigkeiten freischalten. Ah, hier! Sonic kann jetzt die Fähigkeit Cyberloop erlernen. Öffne dazu die Fähigkeiten und nutze die gesammelten Fähigkeiten rechts unten auf dem Bildschirm angezeigt werden. Ja, gut, aber wo? Ach so! Ah! Ja, da muss ich einfach nach oben in rechts in die Ecke drücken. Ach so, okay, verstehe. Cyberloop freischalten. Okay. Was gibt's denn hier alles? Temporausch. Ist die Kombo-Anzeige auf dem Maximalstand? Wird der Temporausch aktiviert? Angriffe sind dann stärker. Okay. Lufttrick. Sonic Boom. Ah, Sonic Boom. Sonic Boom. Ich mag nicht Sonic Boom, ganz ehrlich. Wie viele Fähigkeiten der hier haben kann. Mhm. Okay, was haben wir noch hier? Daten. Ah, hier kann ich einfach speichern. Okay. Ich speichere einfach mal ganz kurz. Ach so, wenn ich im Kampf bin, kann ich nicht speichern. Okay. Gut. Halte für den Cyberloop die Dreiecktaste und renne im Kreis. Schließe den Kreis, bevor du Dings loslässt. Wenn du im offenen Bereich Cyberloops machst, kannst du nicht nur Ringe finden, sondern auch Erinnerungsmarken und Samen. Vielleicht sogar einen seltenen Gegenstand. Ach, sowas wie Graben oder was? Ah. Das habe ich schon mal gesehen. Das wurde mir auf Twitter mal gezeigt. Da hat einfach mal jemand irgendwie ein... Ja. Das Dingeling einfach mal hingezeichnet. Das werde ich jetzt nicht machen. Ja, du kannst hier wirklich Dingelinge malen. Was meine ich mit Dingelingen? Guckt einfach nach. Was haben wir hier? Was ist das? Huh, was? Ein Zehner? Warte, ich habe einfach ein Zehner. Achso, warte mal. Lass mich raten, ich muss die irgendwie verbinden, oder? Zack.
Jawohl. Ist ja klar, mit der neuen Fähigkeit kann ich halt das sofort machen. Was ist das jetzt schon wieder? Ah, die neue Sachen sind freigeschaltet. Und da ist ein Kairos Emerald. Aha. Jetzt habe ich eine Verbindung zu dem vorderen Bereich aufgebaut. Ja. Nee, doch. Hä? Moment. Warte mal. Jetzt ist da... Was ist denn da schon wieder? Ja, sorry, dass ich die ganze Zeit einfach nur sage, ey, was ist denn da? Und was ist denn da schon wieder? Und was ist da? Ey, ist es einfach so, weil ich einfach nur gerade buff bin. Ich bin einfach wirklich nur gerade buff von dem Game. Ich habe mir aber wirklich nichts angeguckt. Rein gar nichts. Außer halt dieser eine Trailer, den ich da gesehen habe. Aber was passiert jetzt, wenn ich hier lang slide? Mal gucken. Ach, das ist einfach nur eine Verbindung zum... Ah, das ist einfach nur eine Verbindung zum Anfang wieder zu bekommen. Ja. Ah, so geht das. Ah, okay. So kann ich also einfach nur wieder zurück. Halt, warte mal. Okay. Das ist einfach nur eine Verbindung nach hinten. Wir wollen jetzt nicht wieder ganz zurück. Ich glaube, das ist nur wichtig, wenn du irgendwas nach anderes machen willst. Aber ich will wissen, wie dieses Spiel weitergeht. Sowas von Hype bin. Das bin ich selten eigentlich bei Games, muss ich sagen. Also in letzter Zeit bin ich nicht mehr so krass in diesem Hype-Modus, wie halt es früher mal war. Und dann bin ich halt langsam. Wow. Okay. Nice. Also hier kann man immer wieder zurückkehren, wenn man irgendwas verpasst hat. Was ist das? Ah, wieder ein paar Ringe. Ich fand es auch cool, dass man halt Amy und Tails am Anfang noch gesehen hat. Auch Eggman sah mega gut aus, muss ich sagen. Aber ich bin jetzt auch so ein bisschen verwirrt, weil man weiß jetzt gar nicht wirklich halt, wo man hin soll. Man läuft jetzt hier natürlich halt am Anfang durch diese Insel. Ja doch, man soll halt den Kairos Emerald holen, aber... Trotzdem... Ah, wieder Gegner. Cyberloop im Kampf. Probiere mal den Cyberloop im Kampf. Manche Gegner schützen sich mit einem Schild, aber der Cyberloop kann ihn durchbringen. Ah, den kenne ich doch. Eigentlich kennt man den Cyberloop, glaube ich. Oh. Ah, schade, nur einer erwischt. Ah, nicht gut. Ah, nein! Oh. Komm her. Aber viel Schaden macht es nicht, auf jeden Fall. Aber es ist einfach, glaube ich, nur gut, wenn du halt den Gegner sozusagen schaden möchtest. Und sozusagen, wenn die ein Schild haben. Wie er gesagt hat. Interessant, interessant. Was sind das für Viecher? Also, das frage ich mich die ganze Zeit. Und sie hat ja irgendwas gesagt, diese Stimme. Ja, hier ist irgendwo noch so ein Titan. Ah, ist das das zweite Level? Ja, das ist das zweite Level anscheinend. Return to the digital dimension again. Okay. Use that gear to bridge the gap between dimensions. Aha, okay. Benutze das Zahnrad. Inaktive Portale lassen sich mit Zahnrädern aktivieren. Springe auf das Podest des Portals und lege das Zahnrad da rein. Ja, Eggman hatte ja auch so ein komisches Zahnrad gehabt, das mir auch noch ein bisschen was gemacht hat. Was war das jetzt? Hier sind überall echt nur Ringe. Was macht das, wenn ich 400 Ringe habe? Aber ich finde immer die ganze Zeit noch irgendwelche anderen Sachen. Also auch die Frage natürlich da halt besteht so, was bringt das? Mal legen wir erstmal das Zahnrad rein. So. Ah, ich muss zwei Zahnräder reinpacken. Ah, dann komme ich in die zweite Welt. Okay. It is not enough to make the connection. One gear will not suffice. Hunt down another target and take its gear. Alles klar, wird gemacht auf jeden Fall. Ey, natürlich kommt jetzt auch ganz zufällig einer. Oh oh. Mami!
Der Tower. Was ist das denn? Weiche den Angriff Misiere einen Feind an und weiche mit L1 und L1 aus. Oha. Komm her, nur. Alter, was bist du für ein riesen Ding? Komm her. Und. Ah, oh, verdammt. Der Angriff hat nicht funktioniert. Was ist das für ein krasses Viech? Aua, ich hab die angerufen. Na warte, komm her. Explosion! Ich will hier einen richtig coolen Angriff machen. Jawoll. Aua. Ich sag, richtig cooler Luftangriff hier. Wieder her. Wo willst du denn hin? Wow! Boah. Boah. Was bist du? Nein! Boah, ich habe irgendwie überlebt. Obwohl ich gerade eigentlich keine Ringe hatte. Das war knapp. Alter! Toll! Erahne gegnerische Angriffe. Ja, okay, ja, gut. Ist klar. Oh! Weg! Geh weg! Lass mich! Lass mich, du fette Sau! So, zack! Ich hab doch so viele schöne Ringe! Oh! Wie bin ich ausgewichen? Ich hab's geschafft! Nice! Ja, explodiere, du blödes Ding! Use the gear as you have done before. Ja, mache ich. Benutze das Zahnrad auf jeden Fall. Ja, der war schon ein bisschen heftig, das Ding. Ah, guck mal, überall ist hier irgendwas. Ich finde das toll. Was ist das denn? Was ist das? Warte, was ist das? Hä? Okay, jetzt kann ich gerade irgendwie nicht angreifen. Aha. Okay, wir haben jetzt gerade irgendwas gefunden, wo noch mehr zu gewesen ist. Also ich glaube, das hier wird, glaube ich, mein absoluter Lieblings-Sonic-Teil. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Weil das halt komplett was anderes ist. So, eine Sache machen wir jetzt noch. Wir öffnen jetzt noch diese Tür hier. Und schauen mal, was die zweite Welt auch für uns zu bieten hat. Return to cyberspace as many times as it takes. Aha, okay. Erreiche das Ziel, erreiche es Rang S, schließe mit 80 Ringen ab, finde alle roten Sternenringe. Okay. Gibt es eigentlich einen Grund, warum diese Portale aussehen wie so ein Thron oder so? Das würde ich mich. Das frage ich mich gerade ein bisschen. Schließe Portal 1.2 ab. Machen wir. Fortlaufende Aktion. Führer fortlaufender. Aha. Turbo. Aha. Aha. Fertig. Aha. Ich habe jetzt gerade irgendwie gerade hier so ein Training gemacht und alle Sachen abgeschlossen. Sehr komisch. So. Warte mal, die Welt kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Die ist doch aus. Oh, wo ist denn die Raum? Oh Mann.
ist doch auch aus irgendeinem anderen Sonic-Teil, oder? Aus welchem Sonic-Teil ist die? Mann, ich kenne die doch. Ist die nicht aus Sonic Colors? Oder Sonic and the Black Knight? Ja doch, die kommt mir sehr bekannt vor. Reiß ich einfach von einem Sonic-Teil zum anderen? Ja, das ist Sonic and the Black Knight. Weil diese Strecke kenne ich hier aus dem Sonic und Sega All-Stars Team Racing. Nicht Team Racing, ja, wie heißt denn das? Auf Steam, was ich da gezockt habe. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber es sieht echt so aus. Cool. Also meine, ja doch, da war die echt die erste Welt, die Green Hill Zone. Die ja eigentlich die berühmteste von allen ist. Ja, hier sind auch wieder zigtausende. Ja. Das ist nice! Ja doch, das ist... da ist der Eggman-Star. Oder der Eggstar oder sowas? Ja, das ist halt sozusagen Eggmans Todesstern, sag ich mal so. Das ist auch mega cool. Wow! Blöde Ringe. Ah, ich hab das Rot... Ich hab ein Rotes verpasst. Ah, verdammt, schade. Aber mega cool. Wieder nur ein D. Aha. Der Sprung. Okay. Der ist nicht schwer. Ah, so geht das. Okay. Warum muss ich das hier mal holen? Ich kann abwehren. Oh, wie cool! Ergleiten. Und fertig. Ah, okay, jetzt kann ich weiter. Ist das hammergeil? Ist das cool? Ich kann auch abwehren. Warum sagt mir das keiner? Zwei Modulschlüssel erhalten. Ein Modul wurde entsiegelt und kann jetzt mit Modulschlüsseln geöffnet werden. Ah, so komme ich also zu den Chaos Emeralds. Alles klar, verstehe. Nur so komme ich dahin. Das ist nice. Ein Modul wurde entsiegelt und kann jetzt mit Modulschlüsseln geöffnet werden. Noch einer. Einer? Aha. Die Brücke kommt einfach so aus dem Nichts. Ja, sowas gibt's nur bei Sonic oder bei Twilight Princess. Nice. Hol dir den Chaos Emerald. Oha, ist das geil. Ist das nice? Oder was? Gut, jetzt kann ich mir also den blauen holen und den roten kann ich auch irgendwann holen, wenn ich, glaube ich, noch mehr Sachen habe. Aber Leute, ich würde sagen, wir sehen uns erstmal im nächsten Part. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr freut euch immer noch auf das Projekt und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part, wo wir hier den Chaos Emerald holen. Und ich bin sehr gespannt, was hier noch alles kommt. Also ich glaube, diese ganzen Schlüssel und so werde ich irgendwie anders holen. Aber, das ist einfach nur geil. Und ich glaube, das ist wirklich so ein kompletter Sonic-Mix oder so von allen Spielen. Und oh, es ist so toll. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich freue mich echt auf den nächsten Part. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Macht's gut. Bis dahin. Haut rein. Tschö mit Ö. Und bis zum nächsten Part. Ciao.